Wir haben Frühling, wir haben wieder einen guten Tag und wir haben ein neues Bike. Das ist das neue Bike. Bevor wir weiter zu dem Bike übergehen, will ich euch mal kurz zeigen, wie wir mit meiner Frau das Bike auspacken. Lasst mal Daumen nach oben da, lasst mal Abo da. Heute ist ein besonderer Tag. Heute packen wir das neue Bike aus. Das neue Bike ist für meine Frau. Und freust du dich schon, oder? Ja. So, wir packen gleich aus. Na dann, schieß los. So, das Fahrrad ist ein Geschenk für meine Frau. Sie hat vor einer Woche ihren Geburtstag gehabt. Also das Alter verrate ich euch nicht. Sie ist noch sehr jung. Und sie hat ein schönes Bike bekommen. Wenn sie soweit ist, dann können wir auch sehen, welches Fahrrad wir bekommen haben. Also bei mir im Keller ist es richtig unordentlich, weil wir Baustelle hier draußen haben. Unser Haus wird saniert. Deswegen, ja, viel zu dreckig. Ich glaube, das sieht man nicht so. Wenn du mein Handy halten würdest, dann kann ich ja das Bike. Vielleicht. Ich glaube, wir müssen hier aufschneiden oder so. Ich glaube, wir müssen aufschneiden, ja. Danach kurze Pause. Ich aufschneiden müssen wir mal aufpassen, dass wir das Fahrrad nicht durchschneiden. In der Regel passiert da nichts, aber. Ja, wir haben jetzt eine Seite aufgerissen. Ansonsten würde das nicht klappen. Kann ich aufschneiden? Nein, nicht aufschneiden. Einfach mal hier. Ja, man sieht so leicht, was das für ein Bike ist. Also, es ist ein Santa Cruz Bike. Hehe. Soll ich das machen? Dann kannst du mal wieder halten. Das ist mein. Das ist dein Bike, okay. Du musst das hinter, genau. So, kurze Pause, wir packen mal aus. Und bist du jetzt glücklich, oder? Ja. Ja. Es ist ein Santa Cruz 5010. Ganz schön breit. Cool, oder? Also ich muss jetzt mal noch Pedalchen schrauben, Sattel einrichten, Lenker umdrehen, weil die Kabel ist jetzt verkehrt rum eingebaut sozusagen. Und andere mal Fahrradeinstellungen durchführen. Und dann kann schon meine Frau loslegen. Na? I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all the... Jetzt wisst ihr, es ist ein Santa Cruz 5010 und zwar aus dem Jahr 2022 und so wie es der dasteht, ist er in Größe M und mit einem Carbonrahmen C ausgestattet. Der gelbe Schriftzug auf dieser nickelmatten Farbe von Santa Cruz finde ich sehr cool. Besonders gut finde ich diese Farben mit der Kombination Lila. Ich habe deswegen lilanen Pedale, lilanen Griffe und lilanen Marschgard auf das Bike drauf montiert. Die Ausstattungsvariante ist R, das heißt, wir haben vorne eine Rockshox-Gabel mit 140 mm Federweg und einen Fox-Load-Dämpfer mit 130 mm Federweg. Wie man im Video erkennt, ist das Vorderrad etwas größer wie das Hinterrad. Wir haben hier ein MX-Modell, also Mixbereifung sozusagen. Wir haben vorne 29 Zoll Rad und hinten 27,5 Zoll Rad. Das Vorderrad ist mit einer Maxxis DHR2 Bereifung ausgestattet, das Hinterrad genauso, nur
ist der Reifen hinten kleiner. Wir haben im vorderen Bereich einen BookTech-Lenker mit einem 40 mm Vorbau von derselben Firma. Wir haben SRAM Guide T-Bremsen auf dem Bike mit einer 200 mm Scheibe vorne und mit 180 mm Bremsscheibe hinten. Wir haben aktuell hier auf dem Bike Ergon GA2 Griffe drauf. Ich habe ursprünglich Originalen von Santa Cruz gehabt und ich habe gegen diese ausgewechselt. Wir haben einen Cane Creek Headset und im mittleren Bereich bei dem Sattel haben wir eine STG Talis Sattelstütze und einen WTB Volt Sattel. Der Hub ist 150 mm, weil der Rahmen hier in der Größe M steht. Was Santa Cruz an dem neuen 5010 gemacht hat, wie bei allen neuen Modellen auch macht, die verbauen hier nochmal extra Fach für Werkzeug und so weiter. Also der Koffer ist, sage ich mal, von der Breite von dem Unterrohr und hat ab Werk zwei Taschen dabei. Und in diesen beiden Taschen passt ein Schlauch rein und in die andere Tasche passen Werkzeuge, Karten, Flickzeug und sonstiges, was man reinkriegt. Genau, im hinteren Bereich haben wir SRAM NX Schaltwerk mit einer 12er Kassette und wir haben Truativ Kurbel in 170 mm Länge, glaube ich. Was ich an dem Bike auf jeden Fall schon gemacht habe, ich habe vorne das Kettenblatt auf 30 Zähne umgerüstet, weil ich viel bergauf fahre und meine Frau, sage ich mal, ein bisschen weniger trainiert wie ich. Das heißt, dass die beim Bergauffahren sich leichter tut. Genau, wir haben keine Reserve-Räder, wir haben Aluminiumfelgen mit Innenweite von 32 mm, glaube ich, und die Felgen sind von Raceface. Genau, also das Bike ist wirklich super. Für mich ist das Bike klein. Ich bin 1,74 m groß und theoretisch passt die Größe M für mich ganz genau sozusagen, aber dadurch, dass meine Frau das Bike fährt, hat natürlich das Bike Einstellungen von meiner Frau. Ich habe das Bike aber bereits auf meinen Home Trails hier ausprobiert und ich finde wirklich, dass das eine Spielmaschine ist. Ich merke wirklich, wie das Bike, weil er klein gebaut ist sozusagen, in den Kurven fliegt, also wie die Kurven geschnitten werden. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ursprüngliche 5010 noch viel, viel verspielter war, weil das Vorderrad vorne einen Durchmesser kleiner hatte. Somit ist das Bike MX. Vorne haben wir sozusagen Stabilität, hinten haben wir Agilität. Ich bin kein super-duper Jumper, Kurvenschneider und BMX abgefahrener Fahrer, aber ja, für das, was ich ja gemacht habe sozusagen, bin ich zufrieden. Ich habe kleine Jumps, kleine Drops, Kicker, paar Anliegen mal ausprobiert und ich finde wirklich, dass das Bike das ganz gut meistert. Genau. Was ich auf dem Bike, so wie der dasteht, nicht gut finde, ist das Schaltwerk wirklich, weil ich das Schaltwerk nicht einstellen kann. Der höchste Gang funktioniert irgendwie nicht wirklich. Ich habe die Einstellungsschrauben schon mal anders eingestellt. Ich habe den Seilzug wirklich schon mal anders angepasst. Also ich habe ganz entspannt dann Einstellschrauben eingestellt, aber es wirkt irgendwie gar nicht. Und bei dem kleinen Ritzel, wenn ich ja auf den höchsten Gang schalte, springt die Kette nicht ab, aber man hört, dass sich was überdreht, also sich überschlägt, irgendwas berührt oder sonst irgendwas. Also in diesem Bereich kann ich ja nicht einsehen, ich kann nicht beurteilen, was tatsächlich passiert. Ich kann ja nur durch Fahrwerkeinstellungen das Ganze beeinflussen und probieren, bis es dann endlich mal klappt. Ja, aber es klappt halt nicht, also weder bei mir noch bei meiner Frau. Genau. Ich habe aber vor, mal hinten ein anderes Schaltwerk zu verbauen. Ich habe vor, ein
GX-AXS-Schaltwerk zu verbauen oder vielleicht XX1-Schaltwerk AXS zu verbauen, weil ich tatsächlich, damit sehr zufrieden bin. Mit meinem Megatower fahre ich ja seit 2 Jahren den XX1-AXS-Schaltwerk und ich finde, dieses Schaltwerk schaltet super. Ich habe in 2 Jahren nichts eingestellt. Und damit einfach wunderbar gefahren, also das Schaltwerk hat super geschaltet. Jetzt nach 2 Jahren merke ich, dass der zweitniedrigste Gang irgendwie so ein bisschen komisch tut. Also es kann sein, dass es jetzt verschleißbedingt ist oder ein ovales Kettenblatt eingebaut ist oder zusammen oder. Ja, genau, also ich muss halt das Schaltwerk in diesem Bereich ein wenig justieren. Aber ich finde trotzdem, dass selbst das auch, wenn man das Ganze gut timet, auch funktioniert. Ne? Und sonst macht das Schaltwerk sein Ding. Ne? Also man muss ja nicht ja 20 Mal auf dem Trail anhalten und das Schaltwerk manuell anpassen, sondern es macht, was es soll. Und deswegen habe ich vor, mal hier auf diesem Bike ein anderes Schaltwerk zu verbauen. Die Bremsen, die SRAM Guide, finde ich nicht schlecht, also auf dem Bike passen die auch, aber ich finde SRAM Quad RSC viel besser. Seit 4 Jahren fahre ich Quad RSC und ich bin mit diesen Bremsen sehr zufrieden und ich will auf das Bike die Bremsen drauf machen. Also vielleicht nicht neuen kaufen, sondern gebrauchte und einfach mal hier austauschen. Genau. Damit euch nicht langweilig wird, gibt es hier noch mal ein paar Trail-Ausschnitte mit dem Bike. Und sonst sage ich euch, lasst mal Daumen nach oben da, lasst mal Abo da und empfehlt mich weiter. Wir gehen gleich auf den Trail über. Yo, yo, Meister! Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal in einem anderen Video. Macht's gut und ciao.